Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Rank, der dritten und letzten Folge für Freitag. Vorher kam Let's Play Dinosaur Fossil Hunter und Let's Play Fahrenheit Indigo Prophecy für euch. Morgen für Samstag kommt dann nur eine Folge Let's Play Dinosaur Fossil Hunter. Ja, bevor wir anfangen, drei Sachen. Warum ich gerade Freitag gesagt habe und für die eine Folge morgen, versteht ihr gleich. Zum einen wollte ich mich entschuldigen, denn die Mittwochsfolgen kamen mit der Donnerstagsfolge erst am Donnerstag und heute wird das halt leider nicht anders sein. Es ist jetzt gerade 0.11 Uhr nachts, das ist jetzt die letzte Folge für Freitag, aber ihr seht schon 0.11 Uhr. Das heißt, es ist eigentlich jetzt schon Samstag. Das heißt, jetzt Samstag früh, ich werde es auch versuchen in der Nacht, aber spätestens in der Früh, kommen halt die drei Folgen und die Dinosaur Fossil Hunter Folge dann im Laufe des Tages. Das tut mir wirklich leid. Das ist wirklich total nervig und ätzend, dass ich das derzeit nicht hinkriege. Ich hoffe, jetzt am Wochenende wird es besser, wo halt Samstag, Sonntag nur eine Folge ist und Montag zumindest Feiertag ist. Ich kann da halt im Moment nichts machen. Ich tue mein Bestes und versuche es so schnell zu machen, wie es möglich ist. Und ja, ansonsten möchte ich auch hier die zwei neuesten Abonnenten willkommen heißen. Auch hier bedanke ich mich natürlich fürs Abonnieren. Ich kann leider noch nichts sagen, wer es ist. Wäre schön, wenn vielleicht Videos von mir geteilt werden könnten. Wäre für mich besser, weil ich dann mehr Übersicht in der Abonnentenliste habe. Und auch für die Leute besser, weil ich dann mehr auf ihre Kommentare eingehen kann. Außerdem möchte ich einem weiteren Abonnenten danken, dessen Namen ich leider nicht entziffern kann. Das ist, denke ich, ein türkischer Name. Tut mir leid, falls es nicht so ist. Und auch, tut mir auch leid, dass ich es nicht entziffern kann. Der ist nicht neu, der hat mich schon vor einer Weile abonniert, aber jetzt was geteilt und das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, beim letzten Mal, beim Let's Rank, hatten wir eine Tierlist der Herr der Ringe-Kämpfe. Die ist halt schon eine Weile her. Kommentare gab es leider keine, aber naja, zumindest 19 Aufrufe und ein Like war also wahrscheinlich zumindest nicht zu schlecht. Und ja, da keine Kommentare kamen, habe ich mir vor heute wieder was überlegt. Und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und zwar geht es heute um die Lord of the Rings Locations Tierlist. Und wenn wir hier die Beschreibung ansehen, dann geht es darum, die Plätze oder Orte zu ranken, wo man am liebsten leben oder die man am liebsten besuchen würde in den Hobbit- und Herr der Ringe Büchern und Filmen. Und ja, ihr seht, es ist im Fenstermodus, denn ihr könnt die Zeit nicht sehen. Das liegt daran, dass ich bei einem Ort später eine Internetquelle zu Rate gezogen habe, weil einfach auf die Schnelle nichts anderes verfügbar war. Und ja, wir haben hier S-Rang, A, B, C und D-Rang und es sind insgesamt 20 Orte, glaube ich. Ich zähle nochmal. Ja, es sind insgesamt 20 Orte, die wir alle durchgehen. Also wie gesagt, es geht darum, wie man die Orte einschätzt bezüglich dort halt die besuchen bzw. dort leben. Und ich dachte, das wäre ein ganz spannendes Thema. Wie immer nur meine Meinung und wie immer alle Arten von Kommentaren gern gesehen. Kritik wäre halt gut, wenn sie konstruktiv wäre. Und genau, ansonsten legen wir los. Den ersten Ort, den wir haben, ist das Auenland, The Shire. Und ja, ich werde jetzt bei den meisten Orten aus dem Kopf übrigens entscheiden. Ich habe mir davor nicht viele Gedanken gemacht, ich mache es jetzt spontan, nur dass ihr es wisst. Bei einem Ort, wie gesagt, eine Internetquelle, das seht ihr später, aber bei den sonstigen Orten aus dem Kopf. Und genau. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, Kommentare aller Art gern gesehen. Ja, das Auenland. Wie finde ich das Auenland? Das Auenland ist ja eine sehr harmonische Gegend, könnte man sagen. Eine sehr ruhige, ja, ich würde sagen, bürgerliche Gegend. Die Hobbits sind ja durchaus traditionell, zumindest zum Teil. Nicht alle.
Aber zumindest zum Teil sind die Hobbits ja durchaus traditionell. Ich meine, ein paar, also die meisten wohnen ja noch in den Smials, die man auch hier auf dem Bild sieht, in den klassischen Hobbit-Höhlen. Es gibt ein paar Hobbit-Familien, die wohnen in normalen Häusern, aber auch die nur ein Stück, einfach aufgrund der ja doch recht kleinen Größe der Hobbits. Und ich meine, was hat man dort groß? Es ist ja nicht unbedingt eine technologische Region. Eine technisierte Fremde werden ja auch nicht so gern gesehen. Also das große Volk, sage ich jetzt mal, wird ja nicht so gern gesehen. Besucht wird hin und wieder mal. Gandalf ist ja wieder da, Zwerge sind hin und wieder da. Dúnedain nehme ich mal auch an, dass sie manchmal da sind, aber naja, die Waldläufer sind ja allgemein etwas, sagen wir, misstrauisch beäugt. Und ja, da ich ja jetzt von mir ausgehe, muss ich natürlich von mir als Mensch ausgehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie ich da als Hobbit leben würde, weil dann wäre es wahrscheinlich das Höchste, sondern ich muss für mich als Mensch ausgehen. Ja, weiß ich nicht. Das Auenland, also harmonisch ist es schon. Es ist auch ein schöner Ort. Die Hobbits sind auch freundlich. Zumindest die meisten. Es gibt halt immer diverse Ausnahmen. Dieser Kaibeutel zum Beispiel, Tim Sandigmann fällt mir gerade ein, der auch nicht so toll ist. Ähnliche, also es gibt natürlich Ausnahmen von der Regel, aber die meisten Hobbits sind recht freundlich. Ich denke mal, ansehen würde ich es mir gerne mal. Wohnen würde ich dort nicht unbedingt wollen. Ich glaube, das wäre mir auf Dauer persönlich etwas zu eintönig. Etwas zu ländlich. Aber besuchen, ja. Ja, ist halt blöd, dass man misstrauisch beäugt wird, weil sie, wie gesagt, großes Volk nicht so mögen. Ich würde sagen, für den Anfang tue ich es in einen C-Rang. Weil, wie gesagt, vom Beobachten her finde ich es, also vom Besuchen her finde ich es ganz nett. Auf jeden Fall nicht der schlechteste Ort Mittelerdes zum Besuchen. Wohnen dort wollen würde ich halt nicht. Menschen könnten da ähnliche wohnen, ohne dauernd misstrauisch zu werden oder vielleicht sogar angefeindet. Und wie gesagt, vom Flair her, ich mag das Auenland, aber als Wohngegend spricht es mich persönlich nicht so stark an. Deswegen fürs erste C-Rang kann sich natürlich noch ändern. Der zweite Ort ist Düsterwald. Bei Düsterwald ist natürlich fraglich, wo im Düsterwald? Sprechen wir vom Düsterwald allgemein, also von der Wildnis, sprechen wir vom Düsterwald Dol Guldur oder sprechen wir von Tranduils Hallen? Das ist ja durchaus unterschiedlich. Der Düsterwald ist halt, wie gesagt, ich muss ja von mir ausgehen, ergo einem Menschen. Wir wissen, Tranduils Elben sind misstrauisch, sperren ja auch gerne mal Leute ein, siehe Thorin und Kompanie. Und Bilbo auch, wenn sie ihn halt gesehen hätten, wegen dem Thema Ringen. Sie müssen halt auch misstrauisch sein, weil sie leben halt in einer sehr gefährlichen Gegend. Im Gegensatz zum Auenland ist das hier halt eine sehr gefährliche Gegend. Wenn ich allein an den verzauberten Fluss denke, wenn ich an die Spinnen denke, wenn ich an die Wege denke, die sich gerne mal ja nicht ändern, aber zumindest da ist ja auch das Thema Sinne verwirren. Ja, und halt Dol Guldur. Dol Guldur ist natürlich eine Riesenbedrohung. Als eine der zentralen Festungen des dunklen Herrschers. Neben Barad-dûr natürlich. Und Minas Morgul vielleicht. Aber ansonsten ist es ja zumindest die Domäne oder das Domizil von Camuel, dem zweithöchsten Nazgûl. Ist natürlich nicht gerade ein Ort, wo man gerne hingehen will, weil man kommt da wohl nicht mehr lebend raus oder höchstens halt. Ich meine, die haben ja auch Sklaven gehalten. Höchstens halt als Sklave, wo man dann auch irgendwann stirbt. Ja, weiß ich nicht. Ich mag Wälder sehr. Der Düsterwald ist eine coole Gegend, aber er ist halt gefährlich. Er ist halt gefährlich auf eine tödliche Art, nicht auf die oh spannende Abenteuerart, sondern auf eine tödliche Art. Und die Waldelben würde ich jetzt nicht gerade als die geilsten Gastgeber bezeichnen. Im Gegensatz zu den Hobbits zum Beispiel, wo die meisten freundlich sind. Das sind halt die Waldelben von Tranduil nicht zwangsweise. Ich meine, sie sind auch nicht unbedingt alles Arschlöcher. Es gibt ja durchaus welche, die aufgeschlossener sind. Legolas zum Beispiel. Wenn wir nach dem Film gehen, hier kann man ja Filmbuch nehmen, Tauriel.
Und man merkt ja zum Beispiel an den Menschen von Seestadt, dass sie durchaus zu Menschen nicht komplett feindlich gegenüberstehen oder halt ablehnend. Aber ja, wie gesagt, sie müssen halt misstrauisch sein, um in dieser doch sehr feindseligen Umgebung zu überleben. Ich würde sagen auch C-Rang, aber unter dem Auenland. Nicht D-Rang, weil ich bin ein Waldfan und der Düsterwald an sich ist schon sehr cool, aber ja, dort wohnen, dort das Besuchen, nicht unbedingt. Nicht komplett abgeneigt, aber nicht unbedingt. Nur der Voraussetzung, dass ich gute Kontakte zu Elben hätte. Was ich mir bei Thranduils Volk, naja, nicht unbedingt bräuchte, ehrlich gesagt. In meinen Augen gibt es da wesentlich liebere Elben, zu denen ich lieber Kontakt hätte. Galadriel oder Elrond zum Beispiel. Thranduil brauche ich nicht unbedingt als Best Buddy. Jetzt mal ganz salopp formuliert. Wie gesagt, nur meine Meinung. Deswegen ja, C-Rang. So, als nächstes haben wir Lothlórien. Ja, Lothlórien, auch ein Elbenreich mit Galadriel, einer sehr mächtigen Elbe, wie wir ja wissen. Auch ein Reich, wo die Elben skeptisch sind gegenüber Fremden, aus demselben Grund wie bei Thranduils Waldelben. Sie müssen halt skeptisch sein. Das ist ja sehr, sehr stark bewacht. Ich meine, auch die Gemeinschaft des Ringes kam ja nur mit verbundenen Augen rein. Dank Aragorn. Eigentlich nur Gimli mit verbundenen Augen, aber trotzdem. Sie müssen halt, die Wachen müssen halt wachsam sein. Aber Lórien ist auf jeden Fall sicherer als Düsterwald zum Beispiel. Liegt halt auch sehr viel an Galadriel, ne? Mit Nenya. Natürlich. Mit ihrem Ring. Das ja Lórien vor Schaden bewahrt. Lord Lórien hat halt sowas Traummäßiges an sich. Das sieht man im Film sehr schön, im Buch merkt man das auch. Es ist halt einer der Orte der Elbenringe. Die Zeit vergeht anders. Und ja, Galadriel hätte ich schon gern als sehr guten Kontakt, muss ich sagen. Wie gesagt, Thranduil brauche ich nicht unbedingt als Kontakt, aber Galadriel, es ist schon cool. Also natürlich die Buch- und Film-Galadriel, nicht die Ringe der Macht Galadriel, aber ich denke, das war euch schon bewusst. Celeborn ist halt schwierig zu beurteilen. Ich meine, im Film ist Celeborn ja fast unwichtig, möchte man sagen. Er sagt ja kaum was. Man sieht von ihm kaum was. Im Buch sieht man von Celeborn halt auch nicht besonders viel. Haldir ist okay. Auch nicht gerade mein Lieblingself, aber okay. Ja, Lórien finde ich schon eine sehr schöne Gegend. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, zu verweilen. Die sind ja auch durchaus gastfreundlich. Würde ich sagen. Zumindest gastfreundlicher als zum Beispiel Thranduils Elben. Und ich würde sie auch als gastfreundlicher einschätzen als die Hobbits. Ein bisschen. Den Hobbits ist schon Gastfreundlichkeit hoch angesehen. Aber wie gesagt, wir haben halt das Thema mit dem Misstrauen. Und das haben dank Galadriel die Elben von Lórien in meinen Augen weniger. Sie sind halt sehr übervorsichtig, ja vielleicht nicht übervorsichtig, aber sehr vorsichtig. Und sie werden auch nicht jeden sofort reinlassen. Gerade Zwerge haben sie ja gewisse Probleme oder zumindest Ressentiments. Aber da finde ich es auch nicht so krass wie bei den Waldelben aus Düsterwald. Weil Gimli wurde nicht sofort eingesperrt. Ja, er musste Augen verbinden. Ja, es war eine etwas anstrengende Debatte. Aber er wurde nicht sofort eingesperrt. Natürlich, die Zwerge hatten auch Feste der Elben gestört. Mehrfach. Weil sie ja hungrig waren. Und so weiter. Aber trotzdem. Ja, ich überlege gerade. S-Range A oder B. C und D auf keinen Fall. Ich mag Lothlórien einfach sehr, sehr stark. Und dort ist man durchaus auch sicher. Kann aber durchaus auch was erleben. Also gerade die Umgebung ist natürlich wunderschön. Wie gesagt, da tut halt der gute Nenya einiges dafür. Ich würde jetzt fürs Erste sagen A-Rang. Nicht S-Rang, weil ja, aus einem ähnlichen Grund wie dem Auenland. Auf die Dauer würde ich wohl weiterziehen wollen. Auf die Dauer dort wohnen.
Ich könnte mir für eine gewisse Zeit vorstellen, aber komplett dauerhaft glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Menschen dauerhaft in Lothlorien verweilen dürften. Einfach weil, ja, weil die Elben halt irgendwann wieder unter sich sein wollen, sage ich jetzt mal. Lothlorien hat ja auch nicht unbedingt den besten Ruf unter seinen Nachbarn, weil der immer diese, sagen wir mal, Vorurteile sind mit Galadriel, der bösen Elbenhexe, die die Leute verzaubert und die dann nie wieder gesehen werden. Was zum Beispiel Gimli im Film zitiert, was zum Beispiel im Buch Eomer sagt. Oder auch Boromir, der auf keinen Fall nach Lothlorien gehen wollte. Aber man weiß, dass er dort anders ist als halt die Gerüchte. So, als nächstes Rivendell, Bruchtal. Ah, mein Lieblingselbenort, muss ich wirklich sagen. Bruchtal gilt ähnliches, wie ich zu Lothlorien gesagt habe. Ist halt auch ein Ort, wo ein Ring der Macht wirkt. In dem Fall Aerons Ring Vilja. Auch ein Ort, wo die Zeit anders vergeht, der eine gewisse Zauber hat, der auch sicher ist. Man denke ja an die Brünenfurt, die ja die Nazgûl abgewehrt hat und so. Und ja, was soll man zu Bruchtal sagen? Den Unterschied zwischen Bruchtal und Lothlorien sehe ich darin, dass Bruchtal bewusst für Reisende ist. Das ist bewusst ein Ort, wo Reisende verweilen sollen oder verweilen können sollen. Wird ja nicht umsonst das letzte heimliche Haus westlich, also vor dem Nebelgebirge genannt, weil halt dort Reisende zu neuer Kraft kommen können, sich Rat holen können, erholen können, etc. Das kann sie in Lothlórien natürlich auch, aber Lothlórien ist halt nicht unbedingt, also ich würde es nicht unbedingt bezeichnen als quasi Hauptort für Reisende. Sehe ich bei Bruchtal halt ein bisschen anders. Natürlich, auch da kommt nicht jeder X-beliebige rein. Gerade im Buch heißt es, dass Bruchtal halt der Weg geheim ist. Der wird mit kleinen weißen Steinen markiert. Leute, die den Weg kennen, wissen natürlich, wie sie hinkommen, aber Leute, die den Weg nicht kennen, kommen nicht unbedingt nach Bruchtal. Auch eben aufgrund der Tatsache, dass halt ein Zufluchtsort ist, ein versteckter. Dass sie eben da auch darauf achten müssen, dass eben Feinde ihn nicht finden oder halt frühzeitig abgewehrt werden, wie die Nazgûl zum Beispiel. Elrond ist ein sehr guter Gastgeber, das weiß man aus den Filmen, das weiß man aus den Büchern. Der ist ja wirklich allen Rassen gegenüber aufgeschlossen. Auch er hat natürlich bei Zwergen teilweise, ja nicht Vorurteile, würde ich nicht sagen, aber halt, da ist er ein bisschen zurückhaltend als bei anderen Rassen, aber unfreundlich auf keinen Fall. Und in Bruchtal, denke ich, würde ich mich nicht langweilen, denn dort. Also im Buch ist die Beschreibung, dass es dort quasi Räume gibt für alles, was man möchte. Ob man jetzt zum Beispiel Speis und Trank sucht, ob man Gespräche führen will, ob man sein Wissen erweitern will, ob man einen ruhigen Ort sucht zum Nachdenken, etc. Gibt's alles. Gibt's alles. Und Bruchtal ist halt einfach so ein sehr geil historischer Ort, muss ich sagen. Und ich meine, da leben auch Elben fast dauerhaft. Wie zum Beispiel der alte Bilbo, der sehr, sehr, sehr viele Jahre in Bruchtal verbracht hat. Natürlich, das war nicht irgendwer, der hatte auch einen hohen Ruf bei den Bruchtal-Elben, aber trotzdem hat er das hinbekommen. Ich würde Bruchtal tatsächlich auf S-Rang setzen. Bei Bruchtal, wie gesagt, es ist, was elbische Orte angeht, mein Lieblingsort. Ich mag einfach diese Atmosphäre von Bruchtal. Ich mag auch Lothloriens Atmosphäre, aber Bruchtals Atmosphäre finde ich persönlich nochmal ein gewisses Stück schöner oder ja, vielleicht nicht magischer. Es ist halt schwierig, weil Bruchtals Magie würde ich anders bezeichnen als Loriens. Loriens Atmosphäre, Loriens Flair ist so ein bisschen zeitlos und Bruchtals Magie ist eher so, ja, der perfekte Augenblick vielleicht. Ist schwierig zu beschreiben. Vielleicht könnt ihr es besser beschreiben. Aber gerade halt mit den ganzen alten Wissen finde ich Bruchtal halt ziemlich cool. Ich meine, mit den Bruchstücken von Narsil, mit dem ganzen Wissen von Elrond über das letzte Bündnis, mit den Elbenschmieden, etc. Das ist schon cool, muss ich sagen. Und wie gesagt, im Gegensatz zu Lorien ist es halt
ganz klassisch ein Ort, wo Reisende verweilen können, wo sie nicht besondere Erlaubnis brauchen, wie es jetzt bei Lothlorien oder bei Thranduils Hallen ist. Und ja, deswegen doch, Bruchtal ist für mich S-Rang. Finde ich einfach sehr geil. Nächster Ort, Moria. Ja, ist halt auch wieder eine Frage. Sprechen wir von Moria da, wo, was wir halt aus dem Film kennen, auf gut Deutsch von Orks und dem Balrog bevölkert, oder sprechen wir von Moria als Khazad Dûm, als Zwergenreich? Da hier Moria steht, und es ja für ein Buch heißt, gehe ich aus von Moria mit Orks und Balrog und Trollen. Und damit ist es natürlich ein extrem tödlicher und gefährlicher Ort. Er ist also wohnen auf keinen Fall. Ich denke, das ist logisch. Ich muss nicht wohnen neben einem Dämon aus Feuer und Schatten und neben Orks, die mich nur essen wollen oder Trollen, die mich zum Spaß durch die Gegend schmeißen wollen. Hinreisen ist halt ein extrem gefährlicher Ort, aber er ist schon cool. Also gerade Zwergendinge mit diesen riesigen, sieht man ja auch hier, mit diesen riesigen Säulen und mit, gerade aus dem Buch, gemäß Beschreibung, wie Khazad Dûm zu seinen Hochzeiten ausgesehen hat. Und ja auch der Fakt, den man bedenkt, dass, also für Zwerge ist ja Khazad Dûm ein heiliger Ort, ein absolut heiliger Ort, eigentlich fast der größte ihrer Orte. Weil der ja Durin der Erste, der einer der Urväter der Langbärte, auch ja, zumindest in der Nähe erwacht ist, ne? Und halt Moria, also Khazad Dûm gegründet hat. Ist schwierig. Moria würde ich schon gerne mit eigenen Augen sehen. Aber es ist halt ein extrem tödliches Terrain. Ich würde es als gefährlicher einschätzen als Düsterwald tatsächlich. Denn in Düsterwald lebt eben kein Dämon, kein Balrog. Und in Düsterwald kann man sich zumindest im Norden bei Thranduils Reich relativ sicher aufhalten, aber in Moria gibt es ja gar keinen sicheren Ort. Ja, ist für mich auch ein C-Rang, weil ich würde es schon gern mal sehen, aber nicht höher, weil für höher ist mir einfach zu gefährlich. Die Frage ist, ob über oder unter Düsterwald bzw. dem Auenland. Vom Sehen her würde ich es über die beiden stellen, aber es ist halt tödlicher. Ich würde es hier hinsetzen. Zwischen Auenland und Düsterwald. Weil ich einfach sagen muss, ich mag die Waldelben aus Düsterwald nicht so. Ich finde sie okay, aber das war's halt auch schon. Thranduil mag ich einfach nicht so. Legolas ist okay, aber in meinen Augen nicht höher. Ich weiß, viele lieben Legolas. Ich finde ihn gut, aber wie gesagt nicht höher. Tauriel gibt es nur im Film und ihr wisst, Tauriel mag ich gar nicht. Und ja, deswegen will ich Moria hier hinsetzen. So, als nächstes Erebor. Das Königreich unter dem Berge. Im Ringkrieg regiert von Dein Eisenfuß. Oh, Erebor wäre schon cool. Also gerade im Film sieht man Erebor sehr schön. Ich muss sagen, ich mag auch die Bilder, die wir hier sehen. Die finde ich auch verdammt schön. Ist halt ein Zwergenreich. Könnte man vielleicht ähnlich einschätzen wie zum Beispiel Lorien oder Bruchtal, bloß halt mit Zwergen statt mit Elben. Ich würde schon sagen, dass sie freundlich sind zu Menschen. Ich meine, Tal liegt direkt davor und wir wissen, Tal und Erebor sind quasi die besten Freunde, enge Verbündete, Bündnispartner, zumindest im Ringkrieg. Und selbst vom Ringkrieg waren sie jetzt auch nicht so schlecht mit den Seestadtleuten. Also außer halt Thorins Geschichte mit dem Schatz, aber das gehört ja hier jetzt nicht zu den Orten rein. Und hat sich ja auch dann wieder klären können. Ja, Erebor gefällt mir auch. Erebor ist auch ein wunderschönes Reich, muss ich sagen. Ist vielleicht wie Moria, bloß halt ungefährlicher. Ich meine, ja, natürlich.
potenziell gibt es die Gefahr der Ostlinge, wie es auch am Ende des Ringkriegs war. Aber da könnte man genau sowas bei Bruchtal oder Lorien sagen, die auch potenziell immer die Gefahr eines Ork-Angriffs oder ähnliches haben. Deswegen, das ziehe ich mal nicht rein. Und deinen finde ich ja schon cool, das wisst ihr. Dein Eisenfuß ist einer meiner Lieblingszwerge. Ich wüsste jetzt nicht, ob es mein absoluter Lieblingszwerg ist, aber er gehört definitiv zu den Lieblingszwergen. Ich würde sagen, Erebor, ich könnte mir da vorstellen, also besuchen auf jeden Fall, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dort zu leben. Denn dort gibt es halt auch einiges, das man nachgehen kann, weil es einfach eine ganze Stadt im Berg ist. Und Berge mag ich halt auch sehr. Ich bin eher der Waldfreund, aber Berge mag ich schon auch sehr. Ja, A oder B. S-Rang würde ich es nicht setzen, weil auf die Höhe vom Bruchtal sehe ich es nicht. Ich würde sagen A-Rang. Und ich würde sagen... Ich würde sagen Hinterlorien, aber das könnte sich später noch ändern. Das finde ich schwer, tatsächlich. Weil Lothlorien und Erebor finde ich beide sehr, sehr geil als Orte. Würde ich beide gern sehen, in beiden wohnen. In Erebor könnte ich mir vorstellen, länger zu wohnen als in Lorien. Aber Lothlorien ist halt ein bisschen sicherer und Galadriel ist halt schon eine sehr interessante Persönlichkeit, nicht wahr? Also muss man ja schon sagen. Andererseits Dain natürlich auch. Ach, wisst ihr was, ich tu's davor. Ich tu's davor. An Bruchtal reicht's nicht ran, aber ich tu's vor Lorien. Ja, ich bin mehr der Zwergen-Fan als der Elben-Fan, muss ich ehrlich sagen. Ich mag beide Rassen, hatten wir ja auch schon mal das Thema mit den Rassen, aber Zwergen-Fan bin ich eher. So, als nächstes, das nächste Zwergenreich, die Eisenberge, der Iron Hills. Ist jetzt schwierig zu beurteilen, denn von den Eisenbergen weiß man nicht viel. Die Eisenberge sieht man im Film gar nicht. Und aus dem Buch, ja, ich hätte die auch googeln müssen, verdammt, habe ich vergessen. Weil das, was ich gegoogelt habe wegen Thema Ort, ist ein anderer Ort. Aber ich meine, aus dem Buch weiß man von den Eisenbergen auch nicht viel. Das ist halt das Reich von Dein Eisenfuß, bevor er König unter dem Berg ist. Also das Reich von ihm zu Zeiten vom kleinen Hobbit. Ja, ich denke, es gilt Ähnliches wie bei Khazad Dûm, wie bei Moria. Mit ein bisschen weniger Gefahr würde ich schon gern mal sehen. Dort wohnen. Ist halt die Frage, wie viele Zwerge dort noch wohnen im Ringkrieg. Weil Dain hat natürlich viele seiner Sippe mitgebracht zum Erebor, wo er dann König unter dem Berge wurde. Deswegen habe ich weiß nicht, ob es stimmt, kann gerne jemand korrigieren, der es weiß, aber ich glaube, im Ringkrieg sind die Eisenberge gar nicht mehr so krass bevölkert von Zwergen. Ich würde sagen, deswegen hierhin. Über Moria, weil einfach sicherer. Und das Auenland, weil wahrscheinlich, zumindest in meiner Assoziation gerade, in meiner Definition gerade, relativ leer. Und ja, da finde ich Erebor zum Beispiel wesentlich cooler. Aber auch über Düsterwald. So, als nächstes Seestadt. Seestadt finde ich auch eine sehr coole Stadt, muss ich sagen. Gerade im Film hat mir die sehr gefallen. Im Hobbit-Film. Die Stadt auf dem See erinnert mich immer ein bisschen an Venedig natürlich, aber wahrscheinlich nur, weil beides auf dem See liegt. Ist ja auch ein sehr eigener Touch, den Seestadt hat. Die Menschen, die dort wohnen, sind ja durchaus misstrauisch, würde ich sagen, aber gleichzeitig offen, handeln ja mit den Waldelben, haben zumindest die Zwerge im Hobbit bewirtet, wenn auch der Meister mit Hintergedanken. Und ja, also wenn man einen Feuerspeiende Drachen als fast Nachbar hat, da muss man halt, das gilt es ähnlich wie Lorien oder Düsterwald, da muss man halt vorsichtig sein. Ich mag Seestadt. Ich finde die Bauweise spannend. Ich kann mir da durchaus vorstellen zu wohnen. Man sollte halt wissen, dass nach Smaugs Tod, also nachdem Smaug der Seestadt auf dem See komplett zerstört hat, mit seinem Todesfall und mit seinem Angriff halt, ein neues Seestadt erbaut wurde, am Rande des Sees. Denn im See selber, wo dann der tote, also wo es der tote Körper von Smaug lag, wollte niemand mehr rein. Also da hat auch niemand die Schätze geholt. Aus Angst, glaube ich.
wenn ich mich nicht ganz erinnere. Aber ja, Seestadt ist schon cool. Seestadt ist schon cool. Ich würde sagen, das ist ein B-Rang. Weil es hat einfach nicht den Flair, den Erebor oder die Elbenreiche haben. Ich finde es aber ein bisschen cooler als das Auenland. Wahrscheinlich, weil das halt Menschen wohnen. Und weil, wie gesagt, ich mag den Flair. Ich mag diesen, gerade im Film, dieses so ein bisschen neblige, so ein bisschen gleichzeitig freundlich und misstrauisch, also diese Ambivalenz. Und die Tatsache, dass Seestadt nicht die reichste Stadt ist, aber durchaus mal reicher war. Und ich glaube, nach dem Hobbit, also im Ringkrieg, wo es dann eben zum Königreich Tal gehört, ist es, glaube ich, auch wieder ein bisschen wohlhabender. Das gefällt mir. Deswegen B-Rang. Als nächstes haben wir Edoras, die Hauptstadt Rohans. Rohan mag ich ja auch sehr. Wissen wahrscheinlich einige. Ich mag diese Idee des Reitervolkes. Edoras ist ja aus Holz gebaut. Mit Holzpalisade. Bis halt auf die Goldene Halle, glaube ich. Ja. Und da kann man halt Ähnliches sagen. Die Rohirrim sind halt auch misstrauisch gegenüber Fremden. Aber sie hatten halt auch Probleme mit Isengard, ne? Deswegen. Es ist nachvollziehbar. Ich mag die Art der Rohirrim. Ich mag das Aussehen von Edoras. Sonst kann man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Man hat hier halt direkt den König quasi in der Stadt, eben in der Goldenen Halle. Den könnte man dann eventuell sehen. Also im Ringkrieg halt Theoden oder Eomer. Ja. Ist für mich jetzt gerade ein bisschen schwierig einzuordnen, weil ich mag die Stadt, ich mag das Land Rohan. Zu meinen absoluten Favorites würde ich es aber nicht zählen. Deswegen überlege ich gerade. In D-Rang kommt es auf keinen Fall. In C-Rang. Ja, ich kann es mir im C-Rang gut vorstellen. Weil ich würde sagen, an Seestadt vom Flair reicht es für mich nicht. Ich würde sagen, C-Rang über die Eisenberge unterm Auenland. Über die Eisenberge, weil, ja, wie gesagt, von Menschen bewohnt und wahrscheinlich mehr los. Nach meiner Interpretation jedenfalls. Unterm Auenland, weil mir der Flair vom Auenland das dortige Gefühl noch ein bisschen besser gefällt. Aber ich könnte es mir durchaus vorstellen. Und als nächstes, wer hat's gedacht? Minas Tirith, Hauptstadt Gondors. Sitz des Tauchsessen nach dem Ringkrieg des Königs wieder. Und Minas Tirith ist ja auch schon krass. Ich meine, das ist eine Stadt mit 7 Mauerringen, mit verschiedenen Vierteln, wie man aus dem Buch weiß, mit sehr vielen Einwohnern, sehr vielen Berufen. Allgemein finde ich ja auch Gondor ein sehr cooles Reich mit den ganzen Lehen und so. Also besuchen würde ich Minas Tirith auf jeden Fall ganz gern. Ob ich da wohnen will, also ganz ehrlich, da wäre mir Edoras lieber. Erstens wegen Denethor. Gerade im Film ist Denethor halt sehr, sehr negativ. Im Buch ist er besser, aber trotzdem würde ich zum Beispiel Theoden als Monarchen, als damit Herrscher über mich, wenn ich da lebe, lieber haben. Und Minas Tirith ist halt sehr bedroht immer von Mordor. Ich meine, natürlich, Edoras hatte auch Isengard-Probleme, aber Mordor und Gondor haben halt quasi einen Dauerkrieg und Isengard ist halt nur zeitweise im Ringkrieg ein Feind, nicht dauerhaft. Außerdem wäre mir, glaube ich, Minas Tirith zu groß, zu wuselig, gerade in Hochzeiten wie zum Beispiel zur Belagerung, wo halt wirklich viel los ist. Und man muss halt bedenken, dass man hier nicht überall hin kann. Die normale Bevölkerung kann nicht in alle Ränge rein. Da lassen einen die Wachen einfach nicht durch. Sowas ist bei Edoras, glaube ich, nicht der Fall. Auch das wird für mich ein C-Rang. Und ich würde sagen, es kommt hier hin. Unter Edoras. Und auch unter die Eisenberge. Über Moria und über Düsterwald war er sicherer.
Und weil etwas gastfreundlicher als zum Beispiel die Düsterwald-Elben. Wobei ich jetzt, ja, ist Denethor gastfreundlich. Ist halt schwierig, weil er ist im Ringkrieg einfach nicht mehr der, der er mal war. Wegen seinem Wahnsinn. Ja, doch, mein Gefühl sagt, dass es hier passt. Mein Gefühl sagt, dass es hier passt. Kann ich gerade nicht unbedingt perfekt erklären, aber doch, doch, das passt schon. So, eine Sekunde, ich muss hier kurz was. Ah, ist jetzt ärgerlich, aber ich muss hier kurz was machen. So. Na, jetzt spinnt gerade der PC leider ein bisschen rum, das ist ärgerlich. Aber hier bin ich wieder. So, der nächste Ort ist Helmsklamm. Helmsklamm wäre auch interessant, aber nicht um dort zu wohnen. Denn Helmsklamm ist ein relativ einsamer Außenposten. Es ist einfach, es ist im Grunde nicht mal ein wichtiger Außenposten. Klar, im Film ist das die wichtigste Festung von Rohan. Im Buch ist das halt nicht so. Weil im Buch, Rohan hat einfach kaum Festungen. Es ist einfach so. Eigentlich hat es nur zwei. Einmal Helmsklamm und einmal Dunhag. Ansonsten hat es halt große Städte, zum Beispiel Edoras, was definitiv wichtiger für die Rohirrim ist als Helmsklamm, weil die Rohirrim einfach kein Volk sind, was unbedingt Städte braucht. Einfach, weil sie ein Reitervolk sind. Die haben halt viele Dörfer, aber wenige Städte und als Festungen quasi nur die beiden. Und deswegen ist Helmsklamm eigentlich ein relativ einsamer Außenposten. Es ist halt ein Wachposten, der die Furten des Isen bewacht, die Pforte von Rohan, Isengard ein bisschen. Natürlich im Ringkrieg wichtig, Belagerung von Helmsklamm. Vom Aussehen großartig, muss man einfach sagen. Das sieht man hier auf dem Bild, das hat man im Film gesehen. Im Buch noch mit den glitzernden Grotten, mit Aglarond, die ja richtig schön sind. Aber ja, viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Weil dort wohnen tun halt nicht viele. Also im Buch ist halt der Herr von Helmsklamm, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, Erkenbrand. Zumindest nach dem Tod Theodreths. Und abgesehen von der Belagerung von Helmsklamm ist da halt nicht viel los. Da sind halt ein paar Wachposten und so, aber wahnsinnig viel los ist da nicht. Ich würde es auch auf C stellen, einfach weil es ist ja doch ein Wohnort und er ist sehr schön. Was die Gefahren geht, Isengard natürlich, aber nicht dauerhaft, würde ich sagen. Ähnlich wie bei Edoras. Ich würde es hier hinsetzen. Am Ende vom C. Nicht in D-Rang, weil es ein cooler Ort ist, den ich gerne mal sehen würde, aber unter Düsterwald, weil ja, da ist halt einfach nicht viel los. Da wirklich zu wohnen, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Zumindest meistens ist da, wie gesagt, nicht viel los. Da zu wohnen, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Und die Waldelben, ich weiß nicht, ob die Waldelben freundlicher sind als die Rohirrim in Helmsklamm. Weil einfach so ein Außenposten, wenn da jemand kommt, der fremd ist, da sind die natürlich auch erstmal skeptisch. Aber ja, ich würde sagen, Düsterwald hat mehr zu bieten insgesamt. Deswegen Helmsklamm hier drin. So, als nächstes haben wir das kleine Städtchen Bree. Auch so ein Klassiker natürlich. Auch so eine schöne Zwischenstation, könnte man sagen. Bewohnt von Menschen und Hobbits. Mit sehr guten Gasthäusern. Das ist der Pony zum Beispiel. Es ist nicht das einzige Gasthaus tatsächlich. Aber es ist natürlich das bekannteste und das beste, glaube ich sogar. Und ansonsten, ich wüsste sonst tatsächlich nicht so viel von Bree. Es ist halt eine Stadt, die viele Reisende hat. Im Grunde geht da alles mal durch. Da gehen Zwerge durch, Menschen und Hobbits wohnen da, wie gesagt, drin. Ja, Gandalf ist öfters da, die Waldläufer sind öfters da und Elben vielleicht hin und wieder, eventuell. Könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn sie halt auf dem Weg sind zu den Grauen Furten. Ist schon ein cooler Ort, muss ich sagen. Hat halt auch wie Seestadt zum Beispiel einen ganz eigenen Touch. Die Leute sind durchaus skeptisch. Sie merkt man den Waldläufern zum Beispiel, die sie halt für Wegelager halten. Und im Film sieht man das an der Bewachung, wo es ja schön heißt, man kann nicht vorsichtig genug sein. Es wird einmal angegriffen im Ringkrieg. Das ist allerdings nur im Buch, im Film sieht man das nicht.
von, ja, ich würde sagen, Scharrersleuten, also Saumersleuten, Lutz Fahning, Heinrich Geißblatt, dem vielen Südländer und allgemein ein paar der Strolcher, ein paar Schläger. Ist keine Riesenschlacht, aber es sterben ein paar Breländer, es ist schon was Ernstes. Ich kann es mir sehr gut als Ort vorstellen zum Durchreisen, zum dauerhaften Wohnen, potenziell vorstellbar, aber da finde ich andere Orte in Mittelerde cooler, muss ich sagen. Finde ich schöner oder besser geeignet. Aber zum Durchreisen kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde sagen, auch Bre ist ein C-Rang. Und ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, hierhin über die Eisenberge unter Edoras. Bei Edoras und das Auenland gefällt mir einfach noch ein bisschen besser, wenn ich an Wohnen denke. Und Bre, wie gesagt, Sehenswürdigkeiten fallen mir da jetzt spontan nicht so viele ein. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn euch mehr einfällt. Aber über Minas Tirith zum Beispiel, weil wie gesagt, in Minas Tirith wäre mir wirklich zu viel los. Ist mir einfach zu groß. Und die Dauergefahr von Mordor. Und ja, die Eisenberge, wie gesagt, gerne korrigieren, aber soweit ich weiß, sind die halt relativ leer. Na, im Rekrieg. Deswegen hier. So, als nächstes haben wir Isengard. Übrigens hier falsch geschrieben. Denn Isengard wäre ohne U. Tatsächlich. Ist es oben richtig? Wie mal kurz gucken. Da oben sieht man es gar nicht. Ja, also im Deutschen schreibt man Isengard mit T und im Englischen mit D, aber hier steht halt wie Guard, also wie Wache. Das ist falsch. Isengard ist natürlich auch ein krasser Ort, muss man sagen. Es ist halt eine Festung Gondors ursprünglich gewesen, bevor Saruman eingezogen ist. Und bevor Saruman verfallen ist, war es ein sehr schöner Ort. Ein sehr grüner, bewachsener Ort mit halt dem Orthanc, den man hier natürlich sofort sieht. Einem riesigen Turm. Unzerstörbar, wie wir wissen. Nach Sarumans Fall wurde es halt anders, ne? Heimat seiner Armeen, alle Bäume vernichtet und so. Zumindest bis die Ents einmarschiert sind und Isengard komplett geflutet haben. Danach wurde es wieder bewachsen. Ist schwierig, weil es ist halt ein Reich des Bösen. Oder was heißt Reich? Ein Standort. Aber da ja Isengard nicht wirklich was anderes hat, würde ich schon Reich nennen. Saruman kann ein freundlicher Gastgeber sein, aber nur wenn er einen mag, würde ich sagen. Zu Bediensteten natürlich schon. Er hat ja auch viele Kontakte zu Menschen. Also gerade bei Gondor war er hoch angesehen, deswegen hat er Isengard als Wohnsitz bekommen. Es ist halt die Frage, von welchem Zeitpunkt man hier spricht. Aber ich gehe hier vom Ringkrieg aus, auf gut Deutsch vom verfallenen Isengard. Also ich sag's mal so, wäre ich ein Untergebener von Saruman, dann kein Problem. Aber als jemand von den freien Völkern, schwierig. Zumindest solange Saruman halt nicht durchschaut ist. Wenn er noch so tut, als wäre er mit den freien Völkern verbündet, auf gut Deutsch vor Gandalfs Besuch, dann besser, aber wie gesagt, Saruman ist halt immer mit Hintergedanken. Der will was von einem und dank seiner Stimme kann man ja auch das ihm nicht verwehren. Der kann einen ja zwingen zu tun, was er möchte mit der Stimme. Ja, ist schwierig. Ist schwierig. Ich würde sagen, vom Aussehen her würde ich mir schon mal angucken. Aber Saruman, ich mag Saruman, aber als Gastgeber würde ich ihn nicht haben wollen. Nicht zwangsweise, ne, unbedingt. Da würde ich hier eher in Rohan zum Beispiel wohnen wollen. Weil das Wohnen ist halt Isengard auch schwierig. Natürlich zu Zeiten, wo Isengard steht als Saurumans Festung, gibt es Wohnungen, Unterkünfte für seine Soldaten, für seine Truppen, seine Diener. Und er lässt sich ja auch immer große, also viel schicken. Große Ansammlungen von Waren, Lebensmittel, Pfeifenkraut, bla bla bla. Aber, ja, ist halt schwierig. Ist halt schwierig mit dem Thema dort wohnen.
Ich würde sagen C-Rang. Ich würde sagen C-Rang, aber ich würde es tatsächlich unter Helms-Klamm sehen. Nicht D, weil es gibt ja auch gute Zeiten und Saruman muss kein beschissener Gastgeber sein. Aber unter Helms Klamm. So, als nächstes haben wir Mordor, das Reich des dunklen Herrschers. Was soll man zu Mordor sagen? Eine todbringende Einöde. Voll mit Orks, Trollen, verführten Menschen, den Nazgul, dem dunklen Herrscher und weiß der Geier was. Mit Schicksalsberg, mit Barad-dûr. Also relativ groß. Nedu muss nicht sein. Es wäre zweimal cool zu sehen, weil es ist schon in gewisser Weise respekteinflößend natürlich. Und Respekt in gewisser Weise, ja, majestätisch, könnte man vielleicht sagen. Aber es wäre mir einfach zu gefährlich. Es wäre mir einfach zu gefährlich und ich bin jemand, der extrem hitzeempfindlich ist. Und ich meine, man kann dort ja die Luft kaum atmen. Sagt ja Boromir im Film schön. Selbst die Luft, die man atmet, ist wie giftiger Dampf. Nee, D-Rang. D-Rang. So cool ich Mordor vom Aussehen finde und so interessant ich es mal fände, mit eigenen Augen Barad-dûr oder den Schicksalsberg zu sehen. Nein, trotzdem nicht. Einfach nein. Einfach nein. Selbst wenn ich ein verführter Mensch wäre, ein Haradrim oder Ostling, der Sauron als Gott anbetet, selbst dann würde ich nicht in Mordor wohnen wollen oder unbedingt hinreisen wollen. Nicht, wenn es nicht sein muss. So, der nächste Ort, der Fangornwald, die Heimat der Ents, die man hier schön sieht, ist schwierig, muss ich sagen. Wie vorher gesagt, ich mag Wälder. Aber wie zum Beispiel auch Düsterwald ist halt auch der Fangornwald sehr gefährlich, wegen den Hurons. Wegen den Bäumen, die halb erwacht sind und die halt nicht unbedingt viel übrig haben für, ich sag mal, Zweibeiner. Für Menschen, Elben, Zwerge, Orks. Mit Elben natürlich sehr gute Kontakte. Bei Menschen und Zwergen sagen wir mal kritisch bis feindlich. Und Orks natürlich komplett feindlich. Die Ents selber sind gute Gastgeber, das merkt man bei Baumbart oder Flinkbaum und sind durchaus sehr eigene Gestalten, muss man ja sagen. Also gerade mit dem Thema, mit dem nicht so hastig und mit der doch sehr interessanten Sprache, wo der Name ja so lang ist wie das Leben und deswegen der Name schon allein ein ganzes Gedicht von jedem Ent ist. Die Enthäuser würde ich gern sehen. Die werden im Buch schön beschrieben, die sind ziemlich cool. Mit eigener Quelle alle und so. Es gäbe halt nichts Handfestes zu essen, sage ich mal. Das Einzige, wovon sich Ents ernähren, ist der Enttrunk. Eine Flüssigkeit. Eine Flüssigkeit, die durchaus auch Effekte hat auf ja, Menschen. Also zumindest mehrere Pippen haben wir davon getrunken und die wurden dadurch größer. Aber ja, das ist halt nur Nahrung in flüssiger Form. Nicht in fester Form. Wohnen, nein, ist mir einfach zu fremdartig, muss ich sagen. Es besuchen würde ich schon ganz gerne. Und ich würde sagen, es kommt hierhin. Hinter Moria und vor Düsterwald. Weil ich die Ents, zumindest wenn ich sie davon überzeugen kann, dass ich keine Bäume abholzen will, einfach als freundlicher Einschützer als die Düsterwald-Elben. Aber ich würde die Gefahr ungefähr gleich wie in Moria einschätzen. Natürlich, auch hier gibt es keinen Balrog, aber die Hurons sind schon gefährlich. Und Ents können halt auch gefährlich sein. Ich meine, Baumbart wollte am Anfang ja auch mehrere Pippen töten, weil er halt Hobbits nicht kannte und weil er halt sie in die Kategorie Ork eingeordnet hat. Das ist ein bisschen, ja, wisst ihr schon. Und Moria finde ich halt nochmal ein bisschen spannender, muss ich sagen. Weil es ja eine riesige Stadt ist, der Fangornwald. Es ist eine wirklich Region zum Wohnen, ist es ja nicht. Da gibt es keine Ansiedlungen, außer halt die Häuser der Ents. Und wir wissen ja, das sind alles männliche Ents. Die Entfrauen sind ja verloren gegangen. Deswegen, ja, hier ist es gut.
So, als nächstes kommen wir zu Tom Bombadils Land. Und ja, das ist das, wofür ich mir die Quelle rausgeschrieben habe. Weil Tom Bombadils Land ist halt das Einzige, was man nur im Buch mitbekommt. Das ist halt im Film komplett weg. Aber ich muss gestehen, dass ich die Eisenberge vergessen habe. Da kann ich ja jetzt auch nochmal kurz nachlesen tatsächlich. Ich muss gestehen, die habe ich komplett vergessen. Dann lese ich euch da mal vor. Also ich habe für Tom Bombadils Haus oder halt Land, aber ich habe nur was zu seinem Haus gefunden, habe ich jetzt Adapedia zu Rate gezogen. Denn ich wollte halt da... ja, was Schnelles finden. Und ich werde euch daraus dann zitieren. Also erstmal lese ich euch jetzt von den Eisenbergen vor. Die Eisenberge im Original Iron Hills sind im Legendarium ein Gebirge nordöstlich von Rhovanion. Sie sind ein kleiner Gebirgszug östlich des Düsterwalds. Wie die Eremitrim waren sie ein Überriss der Ered Engrim, die Melkor ersten Zeitalter aufgedünnt hatte. Um das Jahr 2590 zum Zeitalter gründete Gror mit einer Gruppe von Zwergen aus Durins Volk dort eine Siedlung. In der Stadt von Arsenal Bisa entschieden die von Nein angeführten Streitkräfte der Eisenberge den Kampf zugunsten der Zwerge. Bei der Schlacht der Fünf Heere kamen 500 Krieger unter der Führung Deins zum Erebor. Ansonsten, als sonstiges steht hier noch, bei den Eisenbergen entspringt der Fluss Rotwasser und die Zwerge der Eisenberge schienen gut gerüstet, aber nicht reich gewesen zu sein. Wahrscheinlich da gab es dort viel Eisen, aber wenig Gold. Das ist das, was in Adapedia drin steht. Also auch hier wirkt es nicht so, als wären die Eisenberge reich bevölkert. Und ja, es sind halt in der Nähe von Run, also von den Ostlingen. So, jetzt lese ich euch noch vor wegen Tom Bombadils Haus. Das Haus Tom Bombadils ist der Mittelpunkt jenes Landes, dessen Genius Loki Bombadil ist. Keine Ahnung, was Genius Loki heißt. Ich würde sagen, das ist ein Hausherr oder allgemein sowas in der Art. Er lebt darin gemeinsam mit seiner Frau Goldbeere und seinem Pony, dem dicken Pumpel. Tom Bombadils Haus liegt in dem Land im Tal der Weidenwinde, dessen Meister Bombadil ist und dessen Grenzen er selbst festgelegt hat. Es erstreckt sich im Norden Cardolan zum alten Wald bis zu den Hügelgräberhöhen. Folgt man dem Lauf der Weidenwinde nach Osten, entdeckt man am Wasser am Westrand, erblickt man am Westrand der Hügelgräberhöhen, in denen die Weidenwinde entspringt, eine gestufte, grasbewachsene Kuppe, auf welcher Bombadils Heimstatt liegt. Unmittelbar hinter dem Haus erhebt sich die kalte Felswand der Höhen. Das Gras in der Umgebung des Hauses ist kurz gehalten. Die Bäume am Rand des alten Waldes sind zurückgeschnitten. Man erreicht das Haus über einem mit Stein eingefassten Pfad. Die Eingangstür blickt nach Westen. Das Haus ist aus Stein gemauert und besitzt ein überhängendes Strohdach. Da es Treppen gibt, ist das Haus vermutlich zweistöckig. Man betritt es über eine breite Steinschwelle. Die Böden im Erdgeschoss sind steingefliest und mit Binsen bestreut. Die Wände sind nicht verputzt, sondern mit grünen Wandmatten geschmückt. Vor den Fenstern hängen gelbe Vorhänge. Da man aus den Fenstern heraussehen kann, ohne sie öffnen zu müssen, sind sie wahrscheinlich mit Glasscheiben ausgestattet. Beleuchtet wird das Haus durch weiße und gelbe Kerzen und Lampen, die von den Deckbalken hängen. Die Räume sind recht niedrig, was dem kleingewachsenen Bombadil und der schlanken Goldbeere jedoch nichts ausmacht. An der Ostseite des Hauses befindet sich ein Gemüsegarten, in dem Bombadil Bohnen zieht. Betritt man das Haus durch die Vordertür auf der Westseite, gelangt man in einen langgestreckten Raum. Gegenüber der Tür befindet sich Goldbeeres Sessel, von dem aus die Gäste willkommen heißt. Der Sessel ist von großen Schalen aus grünem und braunem Steingut umgeben, in denen Wasserlilien schwimmen. Auf einer Seite des Raumes steht ein hölzerner Tisch mit Stühlen, deren Sitzflächen aus Binsen geflochten sind. Hier servieren Bombadil und Goldbeere eine vegetarische Küche. Zu den Abendmahlzeiten wird in rustikalen Humpen ein Getränk gereicht, das wie klares Wasser schmeckt, aber eine leicht berauschende Wirkung hat. Auf der anderen Seite des Raumes befindet sich der Kamin, in dem ein süß duftendes Feuer brennt. Hier lässt man sich des Abends auf bequemen Sesseln mit Fußschemeln nieder. Über einen kurzen Flur, der nach links um die Ecke führt, erreicht man vom Hauptraum aus das Gästezimmer. Das Gästezimmer liegt in einem Anbau mit Schrägdach an der Nordseite des Hauses. Aus dem westlichen Fenster blickt man auf einen von einer Hecke eingefassten Blumengarten. Das östliche Fenster schaut auf den Gemüsegarten hinaus. Gäste schlafen in Bombadils Haus auf dicken,
Auf dem Boden liegende Matratzen mit weichen Kissen und weißen Wolldecken. Die Waschgelegenheiten für Gäste befinden sich im Raum. Es handelt sich um Steingutschüsseln, die auf einer Bank bereitstehen, und Krüge mit Heiß- und Kaltwasser. Die Gäste bekommen weiche grüne Hausschuhe angeboten. Da Bombardier ein Pony hält und auch die Reittiere von Gästen versorgt, ist zu vermuten, dass sich am oder im Haus ein Stall befindet. Und als Besonderheiten steht hier noch: Das Haus mit seiner Einrichtung ist vollständig in den Farben Weiß, Gelb, Grün, Braun und Grau gehalten, wodurch es sich harmonisch in das Weidenwindental einfügt. Es handelt sich auch um die Farben, in die Goldbeere sich bevorzugt kleidet. Und Bombardiers Macht hält überwältigende Kräfte davon ab, die Schwänze ins Haus zu überqueren. Albträume kann er jedoch nicht abwehren. Das ist das, was man eben zu seinem Land liest, zu seinem Haus liest. Und man hört schon, das ist ein sehr gastfreundlicher Ort, ein sehr schöner Ort. Wie gesagt, im Film kommt er nicht vor, im Buch kommen halt die Hobbits dorthin, also Frodo, Sam, Merry und Pippin, nach ihrem Abenteuer im alten Wald, wo Tom Bombadil sie vor dem alten Weidemann, der Weidenwinde, gerettet hat, bevor sie eben in die Hügelgräberhöhlen weiterziehen. Sie erholt sich da auch sehr gut. Ja, ist schwierig, muss ich wirklich sagen, denn wohnen, würde ich dort sagen, kann man gar nicht, weil es ist halt nur ein Haus. Im Gegensatz zu zum Beispiel den Ents, die zumindest mehrere Häuser haben oder so, oder Helms Klamm, wo man zumindest, ja, theoretisch Wohngelegenheit haben muss. Ich meine, da gibt es ja auch Dauerwachmannschaften. Es ist halt nur ein Haus. Natürlich, bei Isengard auch, aber ist halt schwierig. Besuchen an sich schon, weil Tom Bombadil ist ja ein sehr freundlicher Geselle, Goldbeere auch, sehr, ja, ich weiß nicht, ob man sie neugierig nennen kann, aber auf jeden Fall sehr aufgeschlossen. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, es gibt für mich interessantere Orte in Mittelerde, muss ich sagen. Aber es gibt für mich auch schlechtere Orte. Ich würde sagen, es kommt hierhin. Es kommt hierhin, vor die Eisenberge, hinter Bree. Hinter Bree, weil in Bree kann man wohnen, in Tom Bombadils Haus auf Dauer nicht. Und selbst wenn, würde hier ähnliches für mich gelten wie beim Auenland. Da passiert einfach nicht sehr viel, muss man sagen. Also nicht viel anderes. Das ist halt oft einerlei. Aber es ist ein schöner Ort auf jeden Fall. Und auch ein friedlicher, muss man sagen. Es gibt natürlich einen alten Wald, der eine gewisse Gefahr ausströmt, genauso wie die Hügelgräberhöhen. Aber sowas ähnliches gibt es beim Fangorwald ja auch. Ja, ich denke, hier ist gut aufgehoben. So, als nächstes kommen wir zur Orkstadt, Goblin Town. Puh, ja, hier gilt halt wieder das Mordor-Thema ein bisschen. Ist halt eine, kann man es Städte der Orks nennen? Also auf jeden Fall ein Standpunkt der Orks. Ein, gerade im Film, wie man auch hier im Bildschirm sieht, ein, wie ein Ameisennest könnte man es vielleicht nennen. Oder ähnliches, wo es dauernd drin rumort, wo auf diesen kleinen Plattformen dauernd die Orks patrouillieren. Viele, viele, viele Orks. Die ganzen kleinen Goblins. Ja, ist schwer. Kann man halt nicht viel sagen, ne? Also im Gegensatz zu Mordor ist es halt hier nicht so, würde ich sagen, dass man hier als Mensch gern gesehen ist. Im Mordor könnte man sich das noch vorstellen, wenn man halt ein Diener des dunklen Herrschers ist. Aber die Orks, die mögen halt nur ihresgleichen, die wilden Orks. Die killen halt alles andere. Ja, deswegen würde ich es hinter Mordor stellen. Ich würde nicht komplett sagen, dass ich nie hingehen würde, aber nur wenn ich nicht muss. Und oder? Na, wisst ihr was? Ich stelle es vor Mordor. Aus dem simplen Grund, weil ich bei Orkstadt davon ausgehe, dass ich eher Chancen habe zu überleben. Einfach wegen der Terrain und weil die Goblins, zumindest im Film, sind die ja doch nicht so mega stark. Im Buch werden halt die Orks etwas anders beschrieben. Aber dort gibt es halt auch, ja, also im Film ist der Kampf auf jeden Fall größer.
Im Buch, ja gut, Gandalf halt am Anfang ritzelt ein paar Orks und tötet den Großork. Aber den halt eher im Nacht- und Nebel-Aktion, also Nebel wortwörtlich. Sonst gibt es da eigentlich nicht viel Kampf im Buch. Ja, ich denke, hier ist gut aufgehoben. So, nächster Ort, Beorns Haus. Ähnliches wie bei Tom Bombadil, bloß dass man den halt auch im Film sieht. Und ich muss sagen, Beorns Haus fand ich ja auch sehr cool. Ich mag Beorn. Beorn ist halt auch ein sehr brummeliger, grummeliger, misstrauischer und gefährlicher Geselle. Selbst Gandalf hat vor dem Respekt, muss man sagen. Angst vielleicht nicht, aber auf jeden Fall Respekt. Aber wenn er einen mag, ich meine, versorgt wird man da gut mit Essen und Trinken. Wohnen ist halt wieder so eine Sache. Wird man dort nicht können, aus demselben Grund wie bei Tom Bombadil. Es ist halt nur ein einzelnes Haus. Aber man hat da ja die ganzen Tiere, die zum Beispiel, also im Buch liest man das, die eben zum Beispiel aufdecken, die ganzen Speisen bringen, etc., aufräumen. Die behandelt ja auch Beorn, ja, das sind für Beorn quasi die Familie. Er selber isst ja auch rein vegetarisch, kein Fleisch. Aber es gibt ja Sahne, Honig, solche Sachen, Brot, Butter. Ich mag Beorn. Ich mag auch sein Land. Ich finde das cool. Auch im Film hat mir das gefallen. Da fand ich zwar Beorn selber nicht so toll, wenn ich ehrlich bin, aber sein Haus fand ich sehr cool. Ja, ich würde sagen B. Ich würde sagen B, Unterseestadt. Aus dem einfachen Grund, weil in Beorns Hallen, der wird nicht dauerhaft Gäste haben wollen. Er ist ja so schon nicht gewöhnt, Gäste zu haben. Und wie viele Kontakte hat er? Er hat Kontakt zu Radagast. Den mag er. Dann und wann. Selten. Er hat halt Kontakt zu Thorin und Company. Das aber auch eher im Drüberstolpern. Und das war ja durchaus eine sehr große Überzeugungsarbeit für Gandalf. Im Film und im Buch. Und er hat Kontakt halt ein bisschen zu den Waldmenschen, also den anderen Beorningern. Aber zu seiner Zeit sind die Beorninger halt noch weit verstreut und ja nicht wirklich als Volk zu nennen. Deswegen wohnen wird man da nicht können, aber besuchen würde ich Björns Haus schon sehr gerne. So, als nächstes. Ach, Minas Morgul. Ist es nicht schön? Und wieder mal haben wir eine Festung des Bösen. Ich sag's mal so: Minas Morgul zu Zeiten, wo es noch Minas Ithil war, zu Zeiten, wo es noch eine Festung Gondors war, würde ich schon gerne sehen. Minas Morgul als solches, als Festung der Nazgul, muss nicht sein. Ist halt ähnlich wie Mordor. Es ist eine Festung, die beeindruckend ist, angsteinflößend, unheimlich und sicher eine Wucht zum Anschauen, aber ja, absolut tödlich. Die Nazgûl, das ist halt der Sitz des Hexenkönigs. Und nicht nur von ihm, wie wir wissen. Orks sind da ja auch nicht wenige rausgekommen. Der hat ja kein kleines Heer angeführt. Weder im Buch noch im Film. Ja, gehört für mich auch in D-Rang. Gehört für mich auch in D-Rang und tatsächlich ein bisschen niedriger als Mordor. Aufgrund der schwarzen Magie, die dort ist. Ja, Mordor ist lebensgefährlich. Mit Asche, Staub, Feuer. Aber ganz ehrlich, die Magie der Nazgûl, die Hexerei und die giftigen Wiesen, die darum liegen im Buch und so. Das Wasser, was verpestet ist, finde ich fast noch tödlicher. Aber vielleicht ist es einfach Geschmackssache. Beide Orte sind extrem tödlich. Das ist schwer zu sagen. Aber ich finde es fast noch krasser. Ja, muss ich schon sagen. Und damit sind wir am Ende bei den Grauen Anfurten. Bei unserem letzten Ort, unserer letzten Platzierung für das heutige Let's Rank. Die Grauen Anfurten würde ich halt auch nicht unbedingt als Wohnort bezeichnen. Ich meine, es ist ein Ort für Elben, die aber dort nur hinkommen, um bald wieder zu fahren. Eben die Reise anzutreten über das Meer in den Westen. Es ist ein schöner Ort. Círdan herrscht dort. Und wie wir wissen, wurde das Privileg des Reisens und des Sehens nicht nur Elben gewährt. Frodo und Bilbo eben, beziehungsweise Sam, Merry und Pippin haben es ja auch gesehen, Gandalf natürlich.
Sehen würde ich schon ganz gerne, gerade im Buch, weil Midlord im Buch ist schon sehr, sehr schön beschrieben. Ist halt, was soll man sagen? Es ist halt auch ein Elbenreich. Es war zumindest mal, genauso wie Bruchtal und Lothlórien, ein Reich, wo ein Ringträger anwesend war, eben Círdan, mit Narya, dem Ring des Feuers, zumindest bis zum Zeitpunkt, wo er den Ring Gandalf gegeben hat. Deswegen ist da nicht ganz so, dass mit der Magie, mit der elbischen Magie wie Bruchtal Lothlórien. Aber ich würde sagen, schon immer noch zu Teilen präsent, zu kleinen Teilen. Und ich meine, alles, was die Elben machen, ist ja schön. Das muss man ja einfach sagen. Das haben sie einfach an sich. Sehen würde ich schon ganz gerne mal, wohnen nicht, weil es ist einfach kein Wohnort. Es ist einfach nur ein Ort des vorübergehenden Aufenthalts, der letzte Station vor dem Meer. Ja, ich würde es auch in Zerang einordnen, tatsächlich. Ich würde es in Zerang einordnen und ich würde sagen hier hinter dem Fangornwald, vor Düsterwald, weil Círdan und die Elben dort halte ich für freundlicher als die Waldelben und es ist bei weitem nicht so gefährlich wie der Düsterwald, aber ja, wie gesagt, es ist nur ein Ort, wenn ich ganz falsch liege, bitte korrigieren in den Kommentaren. Aber so wie ich jetzt gerade spontan im Kopf habe, nur ein Ort, wo man eben auch bald wieder geht. Und da kommen halt auch nicht viele Besucher hin. Da gibt es einfach nicht viele Nicht-Elben, die das sehen. Deswegen würde der Fangornwald zum Beispiel vor ihnen stehen. Ja, und das war mein Ranking für die Herr der Ringe Orte. Wir haben in S-Rang einen, zwei in A- und B-Rang. In C-Rang sind am meisten, da haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stück und 3 in D-Rang. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, wir haben jetzt ein bisschen über eine Stunde gebraucht. War jetzt wieder eine längere Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, sehr gespannt drauf, wie ihr dieses Thema fandet. Und ihr wisst ja, wie gesagt, Kommentare aller Art gern gesehen, Wünsche natürlich auch. Und wir sehen uns dann wieder am Samstag eben zur neuen Dinosaur Fossiland-Folge. Und dann natürlich auch wieder nächsten Freitag beim Let's Rank. Zumindest wenn ihr dabei sein wollt. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.